Im Frankfurter Main Tower kam der Vorstand der Landesbank Hessen-Thüringen zusammen, um die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016 vorzustellen. Und die fallen laut dem Vorsitzenden des Vorstands Herbert Hans Gründger durchaus positiv aus. Wir schauen auf ein Jahr zurück, mit dem wir zufrieden sind. Unsere Kundenvolumina haben sich gut entwickelt. Wir haben im Provisionsgeschäft zulegen können und insgesamt haben wir unsere Marktposition deutlich stärken und ausweiten können. Gerade in Nordrhein-Westfalen konnte die Helabar ihre Erträge in den letzten 3 Jahren um mehr als 20% steigern. Und auch in den kommenden Jahren soll das Geschäft dort deutlich ausgebaut werden. Wir sind in Nordrhein-Westfalen schon seit 5 Jahren unterwegs, haben unsere Marktposition deutlich ausgeweitet. Und Nordrhein-Westfalen ist für uns ein hochinteressanter Markt in der Zusammenarbeit mit den Sparkassen, aber auch in der Zusammenarbeit mit den großen Firmenkunden dort. Mit 340 Millionen Euro liegt der Gewinn zwar fast 19% hinter dem des Vorjahres, allerdings musste die Helabar im Jahr 2016 auch gegen einiges ankämpfen. Also die größten Hürden im letzten Jahr waren natürlich das Niedrigzinsumfeld, teilweise Negativzins, die neuen Aufkaufprogramme seitens der EZB. Also insgesamt das Zinsumfeld war sehr, sehr herausfordernd, aber aufgrund unserer ausgewogenen Struktur haben wir das gut geschafft. Doch gerade dieser Niedrigzins verhalf der Helabar in einer anderen Sparte auch zu positiven Zahlen. Im Kundengeschäft haben wir sehr erfreuliche Zuwächse. Das betrifft vor allem den Immobilienbereich. Da profitieren wir natürlich dann auch mal von dem Zinsumfeld. Aufgrund des Zinsumfeldes ist die Nachfrage nach Immobilien und damit Immobilienkrediten spürbar angewachsen. Satte 407 Millionen Euro erzielte das Immobiliensegment und lag somit deutlich über den Erwartungen. Und genauso positiv wie die Bilanz des letzten Jahres ausfällt, schaut Herbert Hans Gründger auch auf das laufende Jahr 2017. Im Jahr 2017 wollen wir uns in den Bereichen, in denen wir schon gut unterwegs sind, noch stärker aufstellen. Wir wollen die Chancen nutzen, die sich momentan aus dem Marktumfeld ergeben. Das Marktumfeld ist nicht leicht, aber umso besser, wenn man dann gut aufgestellt ist. Laut Gründger gehört das Bilanzergebnis 2016 insgesamt zu den 3 besten in der Unternehmensgeschichte.